glaube, es hätte auch zu meiner Zeit jemanden gegeben auf dieser Welt, der besser gewesen wäre als wie ich. Er hat halt nur nicht Skifahren gelernt. Das habe ich mir schon oft gedacht, Usain Bolt, wenn der in 9,1 Sekunden die 100 Meter rennt. Aber ich habe mir gedacht, das ist eine unfassbare Leistung, aber es haben halt auf dieser Welt auch nur 0,00001% probiert, wie schnell sie rennen können. Ja. Das ist wirklich so. Also jemand war sicher, und wenn er, keine Ahnung. Aber du bist wirklich so ein kompletter Understatement-Typ. Aber komplett, völlig geerdet. Ich mag es nicht. Also ja. Wir machen ja, der Sportler macht ja nichts anderes als wie jeder andere normale Mensch. Man bemüht sich, das Maximum zu geben. Und der andere hat mehr Talent, der andere weniger. Mehr Glück, weniger Glück. Ist so. Und Glück spielt immer eine Rolle. Der erste Weg in der Früh morgens beim Aufstehen ist die Toilette. Ja. Das macht keinen Unterschied. Das stimmt. Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich gedacht, wow, wie normal ist denn der? So normal wie ich. Ob das jetzt ein Kompliment war, weiß ich nicht. Bist du normal, Martin? Das ist die Frage. So. Und die lassen wir jetzt unbeantwortet. Jetzt versorgen wir die mal. Aber gefällt dir die Auswahl? Mega, oder? Hey, ich habe so Freude. Und der Winter kann kommen dann in diesem Sinne. So. Und freue mich, wenn ich dann ja, jetzt zuschauen darf beim Wachsen. Frage, wenn du jetzt gerade noch, ist deine Innenhälterung voll momentan noch? Ja. Sollen wir machen ja nachher einen Termin, dass wir in den nächsten 2 Wochen kommen. Yep. Sollen wir die dann mitbringen, wenn wir die anderen mitnehmen? Der Jäger überlässt seine Beute nicht. Also, dann gehen wir jetzt mal runter. So, Marcel, auch wenn du immer sagst oder die letzte Stunde dreimal gesagt hast, dass du Karashi genug hast, dem will ich mal grundsätzlich widersprechen. Und wenn du den Glaube jetzt in der Wanne siehst, dann siehst du das auch so. Du lachst schon. Also das ist ein Dreijähriger mit Glaub 86. Absolutes Riesenbrett, 3 Jahre 86. Und wie ich dir schon gesagt habe, ich finde an dem Koi nicht den kleinsten Fehler. Normalerweise kann man immer irgendwo eine Kleinigkeit, wo man sagt, dies oder das oder der vordere Flossenstrahl ist nicht rausgewachsen oder der Rücken ist nicht genau das, was man sucht oder der Kopf ist nicht lang, nicht breit, nicht sonst was genug. Schwanzansatz, das ist Kokenami-Fehler, ja? Dass irgendwo die Beschuppung nicht super. Der hat auch ein sehr schönes Fukurin, das ist die weiße Haut um die Schuppen. Der geht auf 1,10 Meter. I promise you. Bin ich gespannt. Guck mal das zusammen. Guck mal selber. Der hat 88. Hm. Der ist jetzt nochmal 3 cm gewachsen. Hm. Also von 81 auf 88. 3 cm. Nee, der ist mit 84. Mit 84 ist er gekommen, gell? Ja. Und der steht immer vorne. Und das ist zum Beispiel, was wir hier immer beobachten. In dem Moment, wo die Leute den Fisch mal angefasst haben, werden sie ihn übertauchen. Das ist so wie beim Schach, berührt gefühlt. Ist geil, oder? Ist mega. Also was darf man sich nicht entgehen lassen. Wirklich. Hat ein paar Gimrin-Schuppen, so. Aber ist jetzt nicht richtig Gimrin. Ist ein Traum. Oh ja, doch ein Kokenami-Feder. Guck hier. Aber das spielt keine Rolle. Das sind die Schuppen. Das ist eine große Schuppe. Hm. Und kleine außenrum. Das könnte jetzt zum Beispiel, was ich dir vorher gesagt habe, wenn Makoto jetzt 10 gleiche hat und er hat nicht den Platz im Naturteich, dann sind es solche Kleinigkeiten, die nicht mal mir sofort auffallen, und mir fällt normal immer alles gleich auf. Nein, dann sind es wirklich solche Kleinigkeiten, die ausschlaggebend sind. Oder wie der Skifahrer sagt, das letzte Tausendstel. Ja, es ist so. Aber was mir so taugt, ist halt einfach diese Form. Die Masse. Körperform, das ist einfach. Ja. Und dann will ich dir, auch wenn du gerade gesagt hast, du willst, du hast schon Deutz. Ich möchte es nicht versäumen, weil aus der neuen Blutlinie, die ganzen Einjährigen, hatten wir keinen einzigen Deutz. Und da ist jetzt auch mal interessant, wenn man einen Top-2-Jährigen neben einem Top-3-Jährigen im Becken hat. Hm. Wahnsinn, ja. Was da innerhalb eines Jahres passiert. So. Der Unterschied. Verrückt. Irre, oder?
Wahnsinn. Das allometrisches Wachstum, das heißt, Menschen wachsen, glaube ich, isometrisch, das heißt, die Proportion Armlänge, Beinlänge, ja. Kopf, das bleibt gleich, die Proportion im Laufe des Lebens. Und bei Koi verändert sich's. Also das ist jetzt noch irgendwie kopflastig irgendwas und so, das wird halt alles immer noch brutaler. Also jeder Zentimeter mehr bringt bei dem Koi überproportional mehr Gewicht. Mhm. Der hat aber auch 67 als Zweijähriger, das ist schon top. Kannst du bitte beide nehmen? Da bin ich noch am Überlegen. Taugt dir der nicht? Okay, dann zeige ich dir jetzt den besten. Ja. Ich habe noch einen besseren gesehen, nämlich. Lalalala. Du Fuchs. Du Verkäufer, du. Ja, aber du wirst sehen, guck mal, das sind die drei. Jetzt pass auf. Dann haben wir noch die zwei. Jetzt machen wir den mal zurück. Dann nehmen wir den. Ein Riesenviech, ey. Brutal, oder? Ja. Jetzt muss ich mir zu jedem anderen Story einfallen lassen, warum die schlechter sind als der erste. Da, weißt du was? Da bin ich jetzt selber gespannt, was jetzt rauskommt. Du bist gerade am Video machen, Lisa. Ja, ihr habt einen Call von der Julia. So. Sind alle da jetzt draußen? Okay, also, das ist der Beste, habe ich gesagt? Mhm. Okay. Das ist der Beste. Okay. Der hier hat oben das Schwarz. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Aha. So, machen wir den aus. Du hast gesagt, er hier oder er hier? Er hier? Vom Body der? Der ist vorne hoch. Zu mächtig. Okay, und hinten zu hoch. Ist nicht Shortbody, geht aber ein ganz klein wenig in die Richtung. Mhm. Also das stimmt die Körperlinie, die Proportionen. Mhm. Und heute eine leicht abstehende Schuppe. Jetzt mal die Haut, die Schuppe ist schon raus. So. Und ich habe gerade vorher wirklich, ich bin ja ein ehrlicher Typ, er hat mich vorher wirklich verhauen, ich wollte den. Das ist der Beste. Der ist gut, das ist der Beste. Habe ich recht gehabt. Ich kenne mich eh nicht aus. Doch, du kennst sie aus. Gar nicht. Marcel gehört zu denen, die eine verdammt gute Intuition haben. Wirklich. Nee, ich wollte den und nicht den. Ich habe nur geguckt, ich habe gedacht, die anderen haben alle so eine Mutanakocke, so eine überflüssige Schuppe. Aber da waren zwei drin. Der hier ist mega. Der gefällt mir. Ja. Mir taugt es auch, wenn es vorne da schon so losgeht. Ja. Der ist doch super, oder? Und aufs erste Mal rausgeholt. Und jetzt machen wir den anderen nochmal dazu. Das ist ein Big One. Es ist echt crazy. Übung. Ja, nehmen wir mit, oder? Das wollte ich jetzt hören. Nächste Woche sind wir dann bei dir, weil sie gerade herausgestellt hat, dass meine Japan-Reise aufgrund fehlenden Visums abgesagt wurde. Das Glück habe wieder ich, weil sich das zuständige Generalkonsulat von Frankfurt nach München geändert hat und die 3 Wochen Bearbeitungszeit brauchen. Und das erste Konsulat in Frankfurt hat mir genau nach 3 Wochen gesagt, dass jetzt München zuständig ist. Und dann hatte man noch 10 Tage Zeit. Aber weißt du was? Bei dir in Österreich ist es genauso schön wie in Japan.
Mindestens. Mindestens. So, bei Marcel werden wir aber nicht bloggen zu Hause. Da braucht ihr keine Hoffnung haben. Das ist auch verständlich. Aber wir beschreiben es dann, wie es dort ist. Nein, werden wir nicht. Oh, jetzt hat er geguckt. Scheiße, oder wir beschreiben. Nein. Das ist das Einzige, was ich nie machen werde und ich gemacht habe, sind Home Stories. Nein, hör bloß auf. Nein, mag ich nicht. Der Olli hat mal erzählt, dass unter den Handball und früher, als er noch gespielt hat, da gibt es doch das perfekte Promi-Dinner. Ja. Da hatten die Absprache unter allen Handballern, dass der, wo der mitmacht, wird geächtet. Ja. Also, dann Marcel, vielen Dank. Danke. Voll geil. Danke für eure Zeit. Sind wir nächste Woche bei dir. War ein mega Besuch wieder mal. Freut mich. Immer wieder schön, da zu sein. Toll. Dann werden wir nächste Woche die Fische abholen, werden sie nächste Woche auch gleich fotografieren. Übernächste Woche werden wir dann die Auktion starten. Und dann bis zum Jahr weiter im Koi-Hobby. Cool. Und weiterhin viel Erfolg mit deiner Fandir. Danke. Dann werden wir den Winter gut überstehen, hoffentlich. Perfekt. Und an den Skitag, das wird lustig. Da werde ich dann davon berichten, dann sitze ich hier mit so einem Gips. Nein. Passiert nicht. Das darf man nicht. Aber die geilste Nummer finde ich immer noch, dass er nicht wusste, blau, rot, schwarz, dass du da völlig raus bist. Das finde ich aber geil. Super. Diese Frage habe ich mir nie gestört in meinem Leben. Echt? Du fährst überall runter? Ja. Wirklich? Naja, im Abseits. Gab es mal eine Situation, wo du oben standest und dann gesagt hast, nein? Sicher. Ja? Aber ich habe trotzdem müssen. Echt? Hast du mal richtig die Hosen voll gehabt? Ganz oft beim Rennfahren. Echt? Ja. Beim Rennen? Ja. Also die Pisten sind auch so abartig, dass du manchmal nicht weißt, wie es gehen soll. Das hast du noch nie gesehen in deinem Leben. So steil. Echt? Mhm. Und die Streif bist du auch runter, gell? Mhm. Das muss pervers sein, oder? Es war okay. Es ist cool. Natürlich braucht es eine gewisse Portion Mut, aber ich habe es eigentlich ganz okay empfunden. Okay. Also gibt es Schlimmeres? Finde ich schon, ja. Nee, wäre nicht meins, aber ich kenne mich, wenn ich drinstecken würde, wäre ich wahrscheinlich der Erste von allen. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht mehr. Dass du nicht mehr musst. Dass es vorbei ist. Zwei gesunde Knie? Nichts passiert. Nein. Das ist so das Hauptlein, Knie und unterer Rücken, gell? Ja, Rücken ein bisschen. Aber Knie sind tipptopp. Perfekt, Glückwunsch. Also, macht's gut. Danke, Marcel. Ciao.